So, guten Abend zu unserer Abendversammlung im Rahmen der prophetischen Woche. Wir wollen diese Versammlung im Namen Jesu beginnen und ich habe für diesen Abend zwei so bekannte Lieder ausgesucht, dass die meisten sagen, da brauche ich weder ein Liederbuch noch brauche ich den Text an der Wand. Gibt es natürlich trotzdem beides. Das erste Lied ist Stern, auf den ich schaue. Manche sagen, es wäre das Mercedes-Lied, aber es ist ja eigentlich Quatsch. Ne? Stern, auf den ich schaue, es ist unser Herr. Wenn Sie es im Liederbuch mitsingen wollen, es ist die Nummer 372. 372. Und wir singen jetzt die drei Strophen. Ja, und auch das zweite Lied ist sehr bekannt. Welch ein Freund ist unser Jesus? 314, wenn Sie es im Buch mitlesen wollen. Thank you.
Bevor wir morgen im Tagesseminar in die jüdischen Festwelten Sukkot und Shavuot eintreten, haben wir heute Abend das Thema die Freude an der kommenden Welt. Und bevor unser Bruder Kurt Schneck mit seinen Ausführungen beginnt, möchten wir beten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Danke, Herr Jesus, dass du das Licht der Welt bist, dass du in die Finsternis dieser Welt und unseres Herzens gekommen bist und ein werdenmachendes Wort gesprochen hast, es werde Licht. Danke, dass wir Gemeinschaft im Licht mit dir und untereinander haben dürfen. Und danke, dass das Licht von dir aus deiner Welt durch deinen Geist und durch dein Wort auch heute Abend in unsere Herzen fallen darf. Dass wir mehr und mehr Menschen des Lichts, Träger des Lichts, Boten des Lichts sein werden dürfen, sein dürfen und werden dürfen. Und nun danken wir dir auch für diesen Abend, dass du unsere inneren Augen ausrichten möchtest auf die Herrlichkeit bei dir, auf das, was kommt, auf die kommende Welt, dass wir von daher Hoffnung haben, Kraft schöpfen, Mut zum Durchhalten, zum Dranbleiben, zum Laufen in der Kampfbahn des Glaubens. Und nun segne unseren Bruder, gib ihm Gnade zum Reden und uns Gnade zum Hören. Amen. So, schönen guten Abend wieder, alle hier im Saal und dann auch die, die uns von zu Hause irgendwo zuschauen. Wir sprechen heute Abend über dieses Thema, die Freude an der kommenden Welt. Übrigens, bei Freude fällt mir noch was ein. Es gibt auch nicht nur ein Lied für Mercedes, es gibt auch ein Lied für die Tiefenpsychologen. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Ja, schon wieder einer. Oh, wir haben noch ein paar Kapazunder auf Lager. Darum soll es gehen heute Abend, die Freude an der kommenden Welt. Jesus kommt wieder. Und ich möchte einen Text näher anschauen in Offenbarung 21, ab Vers 9 bis 22, Vers 5. Und wir werden entdecken, Christus ist alles in allem. Und wir begegnen der Braut, dem himmlischen Jerusalem. Diese heilige Stadt, das himmlische Jerusalem, die Braut Christi, das wird als letzte große Vision vorgestellt. Die Bibel ist ja das einzige Buch, das die Welt von der Erschaffung bis zur Vollendung begleitet. Und alles, was in Genesis begann, das kommt jetzt an das von Gott bestimmte Ziel. Der Paradiesgarten, der wird zur himmlischen Stadt. Ein Paar wird zu einer großen Familie. Ehe findet die Erfüllung, für die sie prophetisch immer stand. Ein Baum wird zu vielen Bäumen des Lebens. Die gefallene Welt ist zur neuen Schöpfung geworden. Babel ist überwunden. Der Segen Abrahams hat die Völker erreicht. Und der Nachkomme Abrahams ist auf den Thron der neuen Welt gelangt. Und so schauen wir unsere Zukunft. Zuvor hat man das irdische Babylon gesehen, die Hure, die untreue Braut. Und jetzt sehen wir die echte Braut. Und damit wir es ein bisschen besser vielleicht zu schätzen wissen, ein
ganz kleiner Ausflug in das Thema Stadt in der Bibel. Und ich möchte euch hier gerne so ein bisschen ein Kontrastmittel zunächst verabreichen. Denn die Stadt Gottes am Ende der Zeit steht im Gegensatz zu den Städten der Menschen. Beide sind Zufluchtsorte. Die eine für die Nachkommen des ruhelosen Kain, der Sammelort für die Untertanen Nimrods, die andere für die Kinder Gottes. Aber nicht die Stadt an sich ist böse, sondern die Ursache ihrer Gründung. Also so eine Art Kontrastmittel, damit wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, was wir am himmlischen Jerusalem haben. Der erste Erbauer einer Stadt war Kain, lesen wir in 1. Mose 4. Am Anfang der Stadt, an ihrer Wiege, da steht ein Mensch, der sich vom Angesicht Gottes entfernt hat. Ein Mensch mit einer gebrochenen Beziehung zu Gott, der das Leben des Bruders nicht schont. Ein Mensch mit einem zerstörten Verhältnis zum Mitmenschen, der auf der Flucht ist und unstet ist. Die Stadt ist sein Versuch, sich eine Sicherheit ohne Gott zu schaffen. Gott hat ihm ein Schutzzeichen angeboten, aber er geht weg vom Angesicht Gottes und baut eine Stadt. Der Mensch, der die Mitte in Gott verloren hat, schafft sich eine Ersatzgeborgenheit. Für den Garten, den er verlassen musste, schafft er sich einen Ersatz, die Stadt. Und die Stadt ist eine Schöpfung des Menschen ohne Gott. Zugleich ist die Stadt der Versuch, die Erinnerung ans Paradies zu verdrängen. Ich brauche diesen Garten nicht mehr. Ich habe meine Stadt. Nimrod und seine Gründungen, das steht für die Verneinung der Macht Gottes. Kain war ein Flüchtling gewesen und die Stadt, die er baute, war geboren aus einem Bedürfnis nach Geborgenheit. Sein eigener Versuch, sich eine Sicherheit zu schaffen, eine Sicherheit, zu der er Gott nicht brauchte. Der nächste Städtebauer Nimrod geht einen Schritt weiter und wir lesen davon in 1. Mose 10, die Verse 8 bis 12. Nimrod ist ein Machtmensch, ein Drahtzieher. Sein Beiname Jäger bedeutet nicht, dass er der erste Weidmann war. Man übersetzt diesen Namen besser mit Eroberer, Plünderer, ein Menschenjäger. Die Städte, die er baut, sind Zeichen seines Eroberungsgeistes. Sie verkörpern Machtgeist und Machtinstinkt. Und das Besondere, was Nimrod macht, er tut alles vor dem Herrn. Das heißt, er tut es eigentlich unter den Augen Gottes, vor seiner Nase. Da baut er sein eigenes Reich und ist ein Reich gegen Gott. Er bastelt an seinem Thron, setzt sich selbst ein Denkmal, möchte sich selbst bleibende Bedeutung verschaffen. Es geht um seine Größe, um seine Herrlichkeit. Nimrod ist ein aktiver Gegner Gottes. Seine Städte heißen Sinea. Das übersetzt man am besten mit Erschütterer, Niederwerfer. Bedeutet Krieg, geboren aus Machtinteressen. Machtdenken ist förmlich eine Sucht der Stadt. Und wir haben das heute sogar in unserem Sprachgebrauch drinnen, wenn wir in den Nachrichten hören, wie es Washington verlautet oder Berlin sagt und Moskau meint, da kommt das regelrecht vor. Eine andere Stadt, die er baut, ist Resen. Und das heißt so viel wie Zügel. Das Pferd war das erste Tier, das der Mensch zähmte. Ein Stück Natur, das er in seine Macht bekam. Und was mit der Zähmung des Pferdes begann, endet dann mit der Kernfusion. Resen ist die Stadt, die für Erfindergeist steht. Steht für Technologie, Fortschrittsglauben. Resen bedeutet die Herrschaft des Menschen über die Natur. Und dann ist Babel die Verneinung und die Verwerfung Gottes. Also zuerst eine Geborgenheit ohne Gott. Dann Herrlichkeit, Macht gewinnen unter den Augen Gottes. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Verneinung, Verwerfung Gottes, das ist Babel. Da will sich der Mensch einen Namen machen. Ursprünglich hat Gott dem Menschen den Namen gegeben. Einen Namen geben heißt etwas über das Wesen dessen sagen, den ich diesen Namen gebe. Das hat bedeutet, Gott sagte, was der Mensch ist. Gott legt das fest. Gott erklärt die Identität. Babel macht sich seinen Namen selbst. Der Mensch legt jetzt selber fest, was er ist. Und die Definition fürs Menschsein kommt nicht mehr von Gott. Das ist jetzt der Versuch, Gott total aus dem Leben zu streichen. Gott wird verbannt. Er kommt nicht mehr vor.
Kain war ein ungehorsames Geschöpf. Babel verweigert das Geschöpfsein. Von Babel weg sagt der Mensch über sich, wer er ist. Gott ist dazu nicht mehr nötig, wird nicht mehr gebraucht. Er ist ein überflüssiges Postulat. Wir erklären die Welt ohne ihn. Babel am Ende der Zeit toppt dann sowieso alles. Also Kain hat die Fülle Gottes, sein Genügen in Frage gestellt. Nimrod hat die Macht Gottes in Frage gestellt. Babel stellt die Existenz Gottes in Frage. Babel möchte den Himmel stürmen und Gott aus seiner Schöpfung hinausschmeißen. Babel, das ist Verachtung und Verwerfung Gottes. Und dann gibt es noch eine Stadt, die ich nennen muss, Sodom, die Verneinung des Lebens in einer Kultur des Todes. Eigentlich ist sehr erstaunlich, was der Mensch ohne Gott sein wollte, war Leben. Freies, ungebundenes Leben. An Sodom wird klar, Feindschaft gegen Gott wird Feindschaft gegen das Leben. Sodom ist die Verkörperung einer Kultur des Todes. Die Sünde Sodoms ist Homosexualität. Und Homosexualität ist Tod im Rahmen dieser Schöpfung. Ich bin jetzt absolut nicht der Auffassung, dass es die schlimmste aller Sünden ist. Aber was Fortpflanzung und Leben angeht, ist sie eine Sackgasse. Eine Einstellung, die sich selber überlassen, eigentlich zum Aussterben verurteilt ist. Und die andere Sünde Sodoms natürlich Gastfreundschaft, wird mit Füßen getreten. Sodom missachtet das Lebensrecht der anderen, des Fremden. Oft genug ist mir dieses Argument begegnet, dass man Gott um der Humanität willen aus dem Spiel lassen sollte. Ohne Gott würde sich der Mensch zu einem liebenden Wesen wandeln, wenn nur erst alle Unterdrückung wegfiele, die ihn ja so aggressiv macht. Nein, Sodom ist per se Unmenschlichkeit, Missachtung des Lebens. Das Babel der Endzeit ist dann sowieso der blanke Horror. Was ich nur ganz kurz anzeige hier, der einzige Lichtblick zum Thema Stadt ist Jerusalem. Jerusalem, Gründung des Friedens, Ort der Gegenwart Gottes. Eine Stadt, wo er mit seiner Herrlichkeit wohnt. Aber wir wissen es gut genug, es ist auch nicht unangefochten. Eine Stadt, die immer wieder im Götzendienst verfällt, nicht Buße tut, sodass Gott sich dann zurückzieht, die Stadt verlässt, mit seiner Herrlichkeit weggeht und nicht mehr zunächst zurückkommt. Schön nachzulesen, Hesekiel 8 bis 11, diese Kapitel. Das ist das Kontrastmittel, was herauskommt, wenn der Mensch sich eine Ersatzgeborgenheit schaffen will, wenn er seine eigene Herrlichkeit haben will, wenn er sagt, ich brauche Gott nicht zum Leben und wenn er sagt, ohne Gott bin ich erst richtig frei und wenn ich mich verwirkliche, dann kommt nichts als Tod heraus. Darum der zweite große Abschnitt, der uns beschäftigen wird heute, ist die Braut. Das himmlische Jerusalem, wir lesen davon in Offenbarung 21, ab Vers 9 bis 22, 5. Und wir gehen schön der Reihe nach durch diese Texte durch. Das letzte Bild der Bibel ist ein Bild reiner Schönheit, der Ruhe, des Friedens. Ein einziger Grund zur Freude, zum Staunen, zum Anbeten. Denn die Turbulenzen sind jetzt wirklich endgültig vorbei. Vorbild für viel Symbolsprache in diesen Texten ist das Alte Testament. Aber es ist doch auch ein sehr eigenständiges Bild geworden. Sprache kommt dabei auch an ihre Grenzen. Sie soll ja eine Braut beschreiben, die zugleich ein Ort ist, ein Zustand. Sie soll Vollkommenheit beschreiben, für die wir keine Vorlagen und Vorstellungen haben. Sie soll in eine Begrifflichkeit bringen, was außerhalb unseres Denkvermögens liegt. Und der Führer des Johannes, der Fremdenführer durch das neue Jerusalem, der ist dann einer von diesen hohen Thronengeln, der ihm so ein bisschen an der Hand nimmt und Dinge zeigt. Es gibt eine grundsätzliche Frage in der Auslegung,
sollen die Bildworte verstanden werden, einfach nur als Qualitäten? Oder sind sie doch gestalthaft zu denken? Dass die Straßen so lauter, rein, edel sind wie Gold? Oder sind sie tatsächlich golden? Kommt noch. Wollen Sie etwas sagen über die Gestalt des neuen Himmels und der neuen Erde? Und ich muss sagen, ich bin eher hier angesiedelt. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn etwas völlig Neues kommt. Das muss man nicht bloß rein geistig denken und verstehen. Das hat Gestalt, es hat Form, es hat Farbe, hat Zeit, hat jetzt, dann. Also es ist nicht einfach so, dass unsere Seele dann irgendwann einmal so in einem himmlischen Nirvana als gestaltloses Etwas verschwindet. Ja. Irgend so ein Schwabberdingsbums da. Ich kann schon vorstellen, dass der München im Himmel auch nicht viel da anfangen konnte damit. Nein, nein, es wird Gestalt haben. Es wird Form haben, es wird Farbe haben. Es wird ein Blühen und Gedeihen geben, auch in dieser neuen Welt. Aber wie gesagt, Vorsicht ist immer geboten. Immer wieder abwägen. Und geleitet vom Heiligen Geist und gesunden Hausverstand kommt dann manchmal auch was Vernünftiges, eine Erklärung heraus. Offenbarung 21, Vers 10 sagt, er führte mich hin im Geist, en Pneumatie, auf einen großen und hohen Berg. Dieses en Pneumatie kommt übrigens viermal im Buch der Offenbarung vor und jedes Mal leitet es eine große Christusvision ein. Christus in der Mitte der Gemeinde, Christus als Herr der Geschichte, Christus als der wiederkommende Herr und jetzt Christus, der dann alles in allem ist. Er führt mich auf einen großen und hohen Berg. Sich eine Parallele zur Versuchung Jesu. Dort waren es alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Hier die von Gott erschaffene neue Welt, die aus dem Himmel herabkommt. Johannes erwähnt dann in siebenfacher Weise, dass alles, was in der Stadt ist, irgendwie mit dem Lamm zusammenhängt. Stadt ist die Braut des Lammes. Grundsteine sind die Apostel des Lammes. Tempel der Stadt ist Gott und das Lamm. Der Leuchter der Stadt ist das Lamm. Das Bürgerbuch der Stadt ist das Lebensbuch des Lammes. Der Strom des Lebenswassers geht aus vom Thron des Lammes. Der Thron Gottes und des Lammes ist das Wesen der Stadt. Und ich denke, das ist eins unüberhörbar. Die Vollendung gehört dem Lamm. Diesem Lamm, genauer gesagt. Und ich denke, das ist ein ganz starker Trost für alle, die angefochten sind, weil sie ihr Leben mit diesem Lamm gelebt haben und dafür nur Spott oder Verfolgung bekommen haben. Und jetzt wird dazu gesagt, alles, was kommt, das kommt jetzt vom Lamm, gehört dem Lamm, ist geprägt durch das Lamm. Und dieses Lamm, Jesus Christus, hat nicht nur die Sünden getragen, nicht nur im Leiden getröstet, hat auch die Vollendung gebracht. Und das war für die Christen, die in der Zeit des Domitian lebten, als die Offenbarung gegeben wurde, diese Christen, die haben dieses Riesenproblem natürlich gehabt. Wie kann man denn mit so einem scheinbar ohnmächtigen Herrn, jemanden, der sich abschlachten lässt, wie ein Lamm eben, Sfatzo, der sein Leben hingibt und keine Armee auf die Beine stellt, wie kann man mit so einem Herrn denn überhaupt bestehen in der Zeit, wo sich ein anderer zu Gott erklärt und alles niedertritt, was ihn nicht anbetet? Und so ist alleine dieser erste kleine Durchgang schon entscheidend zu wissen. Alles kommt durch das Lamm, ist geprägt vom Lamm, getragen vom Lamm, hervorgebracht von ihm. Ich habe so insgesamt 7 Überschriften dazu.
zuerst zu einem Blick auf das himmlische Jerusalem, Offenbarung 21. Ich lese ab Vers 9. Es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist, in Pneumatie, auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore, und auf den Toren 12 Engel und die Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Osten 3 Tore, Norden 3 Tore, Süden 3 Tore, im Westen 3 Tore. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Also sagt er uns zunächst, diese ganze Stadt Gottes hat die Herrlichkeit Gottes, Doxa. Und es ist eine andere Herrlichkeit als die verlockende und verführerische Pracht der Städte dieser Welt. Die Stadt hat die Herrlichkeit, das heißt, hier ist diese Herrlichkeit zu Hause. Sie ist nicht mehr nur Abglanz, sondern sie ist und verkörpert den Glanz Gottes, der von ihr ausgeht. Es ist keine verhüllte Herrlichkeit mehr, sondern das strahlende Leuchten Gottes und seiner Herrschaft, das geht von dieser Stadt aus. Und das Wort für Licht, Phosta, das ist das Wort, das sonst für die Leuchtkraft der Himmelskörper steht. Und wir werden nicht vergehen vor dieser Herrlichkeit. Und dann wird uns gesagt, es funkelt wie ein Jaspis. Heute ist der Jaspis ein halbedles Mineral, das überall vorkommt. Die Offenbarung aber beschreibt einen kristallklaren, sehr edlen Stein, der rötlich-weißes Licht abgibt. Und damit ist eher ein kristallklarer, lupenreiner Brillant gemeint. Das ganze Bild spricht von einer Lichtmauer, einer strahlenden Feuermauer, die wie im Alten Testament die Gegenwart Gottes umgibt. Und die Stadt hatte große und hohe Mauer. Im Alten Testament war Mauer schon ein Zeichen der Größe und Bedeutung einer Stadt. Mauer bedeutet immer Abgrenzung, drinnen und draußen. Wir sind jetzt drinnen. Alles, was nicht zum Wesen Gottes gehört, bleibt draußen. Und da ist weniger der Ton der Angst gemeint, sondern eine fröhliche Gewissheit. Was uns bedrohen konnte, was uns zu schaffen gemacht hat, kann jetzt nicht mehr an uns heran. It's over and out. Und eines weiß ich sicher, der Deckel über dem Feuerpfuhl, der bleibt zu. Die Hölle ist keine Wiederaufbereitungsanlage für Sünde, die dann wieder daraus hervorkraucht. Nein, it's over and out. Das Gericht ist gesprochen und es kommt nicht wieder. Brauchen uns nicht zu fürchten. Drinnen, draußen. Diese Mauer des neuen Jerusalem ist auch keine Verteidigungsmauer. Die Tore sind immer offen. Die Mauer soll sagen, dass hier herinnen alles rein, klar ist. Es ist eine einzige und heilige Stadt durch und durch. Auf den Toren 12 Wächterengel. Die Stadt hat Hüter. Vielleicht eine andere Weise, um die Heiligkeit Gottes, den von Engel behüteten heiligen Thron, den Ort Gottes hervorzuheben. Die Tore tragen 12 Namen, sind die Namen der Stämme Israels. Und das bedeutet wieder, in alle Ewigkeit hinein, eine fröhliche Erinnerung daran, das Heil kommt von den Juden, von Israel. Jesus kommt von den Juden. Und durch das Volk Israel führt der Weg zurück zu Gott. Die Tore sind die 12 Stämme Israels, aber das Fundament der Stadt sind dann die Apostel des Lammes. Und so fügt sich hier alles sehr schön zusammen. Das Heil führt durch das Volk Israel als ersten Zugang, als Tor. Aber es ist Wirklichkeit geworden durch Erfüllung in Jesus Christus, wie sie die Apostel bezeugt haben. Beides gehört zusammen. Israel ist durch Jesus Christus zu seinem Heil gekommen. Die Völker sind durch Israel, durch Jesus, den Juden,
zu ihrem Heil gekommen. Juden und Heiden sind im himmlischen Jerusalem fröhlich vereint als das eine Volk, eine Braut des Lammes. Übrigens, am Anfang des Textes war auch noch zu hören, dass die Stadt von oben herabkommt. Ja, sie wird nicht von unten hinaufgebaut. Das war ja bei Babel so eine drollige Angelegenheit, das gefällt mir immer wieder. Die Menschen wollten da einen Turm bauen, der diese Spitze bis an den Himmel reicht. Und Gott kriegt das mit und er muss sich schon ausgesprochen tief herunterbücken, herniederfallen, um überhaupt etwas erkennen zu können von diesem Gebilde. Nein, wir stürmen nicht den Himmel, wir bauen keine Stadt, die den Himmel erreicht, sondern Gott selbst. Er schickt die Stadt von oben, von ihm kommt das. Zweite Überschrift. Die Form und die Maße der Stadt, Verse 15 bis 17. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen, ihre Tore, ihre Mauer. Die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Das Messen der Stadt gleicht fast zu einer Art Bauabnahme. Jetzt ist alles vollendet. Alles ist fertig, vollkommen, ist alles da. Die Stadt selbst ist ein perfekter Würfel, Sinnbild der Vollkommenheit. Gebaut wie ein Allerheiligstes des Tempels, und das war ein Kubus. Allerdings gibt es jetzt nur noch dieses Allerheiligste. Die Stadt, das ist der vollkommene Raum, der Raum bei Gott. Das Ausmaß der Stadt ist 12.000 Stadien, das sind circa 2200 Kilometer Kantenlänge des Würfels. Es geht sicherlich nicht einfach nur um ein Maß, sondern eine ganz tiefe theologische Wahrheit. Im Himmel ist sehr viel Raum bei Gott. Aber es ist Raum der Geborgenheit, umhegter Raum. In Jerusalem ist ein strahlender Lichtwürfel, der vom Himmel herab auf die Erde kommt. Übrigens auch interessant, wenn man es vergleichen möchte, die Kälte des Zorns, die uns in Offenbarung 14 beschrieben wird, als der Menschensohn auf der weißen Wolke kommt und die Kälte des Zorns tritt. Diese Kälte ist um etliches kleiner, die hat nur einen Durchmesser von ca. 290 Kilometern, wenn Zahlen etwas bedeuten. Also ein Allerheiligstes, wie früher im Tempel, Ort der Gegenwart Gottes, dieser Kubus, den wir aus der Stiftshütte kennen als Allerheiligste und das Allerheiligste dann auch im Tempel in Jerusalem. Eine Mauer, 144 Ellen hoch, 70 Meter sind das circa. Auch wieder weder irgendeine architektonische Zeichnung und von den Proportionen schaut es auch sehr komisch aus, nicht? Das ist so 70 Meter hoch und dann geht der Würfel 2200 Kilometer in die Höhe, ist nicht gemeint. Sondern es sagt uns einfach, hier hat das Volk Gottes seine Heimat bei Gott. Das Ganze ist alles immer beherrscht von 12er Begriffen, 12 Apostel, 12 Stämme, 12 Engel, 12 Tore. Übrigens nach damaligem Verhältnis war eine Mauer von 70 Metern auch praktisch unüberwindbar, aber das nur am Rande angemerkt. Und dann werden uns die Baumaterialien der Stadt geschildert. Offenbarung 21, die Verse 18 bis 21. Ihr Mauerwerk war aus Jaspis, die Stadt aus reinem Gold gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war in Jaspis. Der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore waren 12 Perlen,
jedes Tor aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Die Mauer Jaspis, das kennen wir schon, lauteres Gold gleich reinem Glas, das heißt die Mauer, das ist ein hell gleißendes Lichtband um die Stadt, gebaut aus lauter kristallklaren Edelsteinen. Die Stadt selbst ist aus lauterem reinen Gold, aber es ist durchsichtig wie Glas, lauter so paradoxer. Das heißt, über dem weißen Glanz erhebt sich goldenes Licht. Aber vor allem, es ist alles transparent, unverhüllte Herrlichkeit Gottes. Die Mauer selbst hat eine Schnur von 12 Grundsteinen, die in bunten Farben verschiedener Edelsteine leuchten. Die Stadt ist nicht eintönige Gleichheit, sondern eine wunderbare, bunte Vielfalt. Für Edelsteinkundige sind die Steinsammlungen der Bibel sicher ein interessantes Studium, aber zuerst muss man herausfinden, welche Steine das überhaupt tatsächlich sind. Die Bezeichnungen variieren auch. Also meine ich jetzt ganz ernst, falls irgendjemand, der sich einmal darauf spezialisiert hat und etwas rauskriegt über geistliche Bedeutung dieser verschiedenen Edelsteine, dann lasst mir das zukommen. Ich bin gern bereit zu lernen an der Stelle. Wichtig ist nur, sie sind alle edel und alle anders. Jeder hat seinen eigenen Charakter, ohne dass es seinen Wert ändert. Eine wunderbare Vielfalt in doch wunderbarer Einheit. Alle Verschiedenheit ist auch im neuen Jerusalem enthalten, aber ohne Streit, ohne Spaltung, ohne Entzweiung mehr. Die Vielfalt bildet zugleich ein solides Fundament. Jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und es ist interessant natürlich, während die anderen Steine aus physikalischen und chemischen Prozessen im Erdinneren oder Kosmos entstehen, wird eine Perle aus dem Leben geformt, wenn es in tödliche Gefahr kommt. Schönes Bild für Israel, das immer wieder aus dem Tod gerettet worden und durch Todesgefahr zur höchsten Vollendung gekommen ist. Ich bin auch da kein Fachmann, ich habe mich nur etwas schlau gemacht, aber eine Perle besteht aus Perlmutt, das von Schalentieren wie Muscheln oder Meeresschnecken als Schutzreaktion gebildet werden. Häufigsten kann man eine Perle in der Auster finden. Sobald ein Fremdkörper in die Auster eindringt, beginnt die Muschel mit einer Abwehrreaktion, umhüllt den Fremdkörper immer mehr mit Perlmutt, so habe ich es gelesen. Das eine kommt aus den chemischen Reaktionen des Kosmos, wenn du so möchtest. Das andere kommt vom Leben her, wenn es bedroht wird. Die Gassen der Stadt, Gold, transparent, rein, heilig. Wahrscheinlich ist an ein Cardo zu denken oder eine Pracht- und Prozessionsstraße. Die war, wie gesagt, aus reinem Gold, transparent wie Glas, rein und heilig, ohne Unrat. Ohne Müll, ohne Staub. Für mich übrigens ein wunderbarer Gegensatz zu allem, was wir kennen als Boulevard. Egal, ob du den Sunset Boulevard nimmst, im wörtlichen Sinn mit allem, was er so an Verruchten beherbergt, oder den Boulevard als Presse mit all dem, was da an spannenden Informationen kommt. Dabei ist ja die Geschichte der Windsors noch das harmloseste an der ganzen Geschichte. Aber das muss man nicht weiter vertiefen. Reinheit, kein Dreck, kein Unsinn, nichts Wertloses. Durchscheinend, hell, klar, leuchtend. Die Stadt Mitte, sorry, das L ist hier reingerutscht, ab Vers 22, ich sah keinen Tempel drin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Die Stadt braucht auch keine Sonne, auch keinen Mond, dass sie ihr scheinen. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen.
Also wie gesagt, alles ist Tempel, alles ist Heiligtum, alles ist Ort der Gegenwart Gottes und ist erfüllt von seinem Licht. Kein Kirchturm, keine Akropolis, kein alles überragendes Heiligtum. Das neue Jerusalem hat keinen Tempel, es ist alles Tempel. Es ist alles das Allerheiligste, denn es ist die Gegenwart Gottes. Und diese Herrlichkeit Gottes erleuchtet alles, durchglüht alles. Der Leuchter oder die Leuchter ist das Lamm. Er ist das Licht der Welt, wie es immer war, jetzt aber offenbar. Und man muss keinen Weg mehr zurücklegen. Wir sind hier bei Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Wir schauen keine Darstellungen mehr an, keine vermittelnden Orte oder Gegenstände. Wir sind bei Gott und schauen ihn, wie er ist. Alles ist Gottes Gegenwart. Es braucht keine Wege mehr zu ihm hin. Wir sind immer da, sind immer bei ihm, vor ihm, er ist immer um uns oder uns gegenüber, egal wie man es nennen möchte. Dann werden uns Stadtbewohner geschildert. Nochmal Vers 24, die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie tragen. Und nichts Unreines wird hineinkommen. Und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Die Frage ist, wohnen die Völker um die Stadt herum oder in der Stadt? Beides kann stimmen. Entweder das neue Jerusalem füllt alles und ist alles oder bestimmt alles, ist jederzeit für alle offen und zugänglich. Ob die Bewohner der Stadt oder Menschen mit Bürgerrecht der Stadt sind, die jederzeit in die Stadt können, sich auch außerhalb auf der neuen Erde bewegen. Alles denkbar, wirklich wichtig ist es nicht. Die Nationen wandeln in ihrem Licht. Interessant hier wieder diese ausdrückliche Erwähnung der Heiden, Ethnos, die aber keine geblieben sind, sondern selig sind, sozo, erlöst, gesund, unversehrt, ganz. Und sie haben das Bürgerrecht, das wir aus Epheser 2, Vers 12 kennen, aufgenommen und sind eins geworden. Und ihr Wandeln ist nicht unterwegs sein mit einem Ziel. Es ist nicht mehr das Laufen in Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, sondern umhergehen, sich aufhalten, frei bewegen an einem Ort. Jetzt sind sie angekommen, sie sind zu Hause. Und das Wandeln erinnert natürlich sehr schön an das Spazierengehen auch im Garten Eden. Könige tragen ihre Herrlichkeit in sie hinein. Das sind jetzt keine Fremden, keine Besucher, sondern die Könige auf der neuen Erde. Es sind die Könige und Priester, die wir schon länger kennen, die von den Königen ihrer Tage nicht erkannt, nicht anerkannt und oft sogar verfolgt wurden. Es sind die Könige, die im Lebensbuch des Lammes stehen. Eine Herrlichkeit, die sie bringen, ihr Silber, ihr Gold, ihre edlen Steine, die sie während ihres Lebens auf der alten Erde gesammelt haben. Braucht man nur reinschauen in 1. Korinther 3, Vers 12, wo davon die Rede ist, dass die Diener Gottes, die Mitarbeiter Gottes zwei Möglichkeiten haben. Was sie bauen, was sie schaffen, was sie hinterlassen. Ist es Holz, Heu, Stoppeln, irgendwelcher Klump? Oder ist es Gold, Silber, Perlen, Edelsteine? Und das ist es, was gebracht wird. Das heißt, sie bringen zu Gott zurück, was Gott durch sie gewirkt hat. Die Tore werden nicht verschlossen. Der Cherubim mit dem flammenden Schwert vor dem verschlossenen Paradies, er ist nicht mehr notwendig. Es gibt keine drohende Nacht mehr. Nichts mehr an Gefahr, das von außen eindringen könnte. Es ist alles vorbei. Wir sind so geworden durch Christus. Und die Völker werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie hineinbringen, sagt der Text auch noch. Die Herrlichkeit und die Ehre der Völker sind ihre Weihgaben an Gott.
Sicher auch eine Erinnerung an das Pfingstfest, das Fest der ersten Liebe. Alles, was Gott geschenkt hat, wird zu ihm in Anbetung und Dank zurückgebracht. Und Gott ist der Urheber und das Ziel des ganzen Lebens. Das Leben ist jetzt Anbetung, Dankbarkeit, Weihe an Gott, Freude an ihm. Und ganz wichtig, Unreines hat hier keinen Platz. Unreines hat keinen Platz im Neuen Jerusalem. Es wird noch einmal erwähnt, nicht als drohte der Stadt noch irgendeine Gefahr, sondern diese Gefahr ist ein für allemal gebannt. Erledigt, wird nie mehr wiederkommen. Stadt Gottes ist und bleibt heilig. Das ist als unverbrüchliche Zusage gegeben. Gemeines, koinoo im Griechischen, ein Wort für kultische Unreinheit, das Heilige, das gemein gemacht wurde, profanisiert wurde, das nicht besonders gehalten wurde, dann auch beschmutzt und besudelt. Das Unheilige, das, was niemand berühren durfte, weil er sich daran besudelte, hat keinen Platz in der Stadt. Kein Gräuel, Delugma, etwas Ungustiöses, Geschmackloses, das mit Götzendienst zusammenhing, was Gott verabscheut, was gegen Gottes Wesen und Charakter ist. Kein Platz. Und auch keine Lüge. Das Wort für Lüge ist interessant, ist griechisch Pseudos. Das heißt, alles, was an Heuchelei, Unaufrichtigkeit, Täuschung, Falschheit, Verdrehtheit zu denken ist, kein Platz in der Stadt. Alle diese Eigenschaften stehen dem gegenüber, was heilig, rein, lauter und wahr ist. Und nicht übersehen, es lauert und lungert auch nicht irgendwo da draußen herum. Nein, es ist einfach nicht da, weil es nicht dahin gehört. Das, was uns früher bestimmt und beschwert hat, ist vorbei, überwunden, hat in der Stadt nichts zu suchen. Dann noch einmal als größere Aufnahme angezeigt, der Thron Gottes und des Lammes. Das ist schon Offenbarung 22, Vers 1 bis 3a, er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte und jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und nochmal, es wird nichts Verfluchtes mehr da sein. Übrigens, hier kann man sich den Satz auch merken, die Ewigkeit hat ihren eigenen Zeitbegriff. Wenn wir mit Zahlen operieren, haut das nicht hin. Aber es gibt das hier, 12-mal im Jahr Früchte, jeden Monat Früchte. Ongoing. Nochmal sind wir in der Stadtmitte. Kein Tempel, aber ein Thron. Der Thron des Allmächtigen. Vielleicht muss man die Übersetzung so bringen, ein Strom lebendigen Wassers, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes mitten auf der Straße oder dem Platz. Die Mitte der Straße, des Platzes ist der Thron Gottes und des Lammes und vom Thron geht ein Strom lebendigen Wassers aus oder vom Wasser des Lebens. Bisher haben wir immer wieder vom Thron Gottes gehört und des Lammes. Überall sind der Vater und der Sohn gegenwärtig. Hier würde ich vorsichtig anmerken, ist auch der Heilige Geist mit vertreten. Denn das Bild von den Strömen lebendigen Wassers, die von einem Menschen ausgehen oder die nach Johannes 7 aus seinem Inneren kommen, Koilia, es fließt nicht von seinem Leib, sondern es fließt aus seinem Inneren heraus. Das gehörte alles zum Laubhüttenfest, zur Wasserzeremonie. Und Jesus hatte Ströme lebendigen Wassers verheißen. Und die Ströme lebendigen Wassers, die würden durch den Geist kommen, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also der Vater, der Sohn, der Geist taucht ja auch in verborgener Weise auf. Bäume haben Blätter. Beiden Seiten des Stromes sind Bäume, Holz des Lebens. Es ist nicht nur ein Baum des Lebens,
sondern viele. Und sie tragen jeden Monat Früchte. Gemeint Fruchtfülle, Wasserfülle, Lebensfülle, Leben und volle Genüge, das ist gemeint. Vielleicht soll uns das Holz auch ein bisschen erinnern an 2. Mose 15, Vers 25, wo ein Holz bitteres Wasser süß macht. Und wer die Geschichte ein bisschen im Hinterkopf hat, das ist auf der Wanderung Israels, unmittelbar eigentlich nach dem Durchzug durchs Meer, wo sie dann nach Mara kommen, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, das Wasser war bitter. Und dann zeigt Gott dem Mose ein Holz, das sollte er ins Wasser werfen und das Holz machte das Wasser süß. Ist eine wunderschöne Geschichte, letzten Endes auch aus das Holz, an dem Christus dann gehängt wurde, das Kreuz. Aber interessant, sie sind aus Ägypten heraus und entdecken auf der neuen Seite, auf der anderen Seite des Meeres, gibt es auch noch bittere Wasser. Man könnte es auch so sagen, es hatte nur eine Nacht gebraucht, um Israel aus Ägypten herauszuholen. Aber es wird gut 40 Jahre dauern, bis Ägypten aus Israel heraus ist. Denn das nächste Wort ist schon spannend auch hier. Es sind Blätter zur Heilung der Völker. Das griechische Wort für Heilung ist übrigens Therapeia. Ich weiß jetzt nicht, ob es da im Himmel eine ordentliche Couch gibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch in der Ewigkeit noch oder erst manches ausgeheilt wird. Auf jeden Fall redet das Wort hier von Heilung, von Gesundwerden, von Wachstum. Und ich will da nicht groß ausholen, aber ich glaube schon, dass unser Leben nicht einfach aufhört mit dem Tod in diesem Leben, sondern dass unser Leben irgendwann mit Christus auch einmal abgeschlossen wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Jesus auch einmal Eheleute noch zusammensitzt, die in dieser Weltzeit ständig aneinander vorbeigeredet haben, bis sie dann ganz auseinandergelaufen sind. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Gemeindesitzung, wo ein paar Konflikte geklärt werden. Nein, nicht als Bedrohung, versteht mich recht. Nicht, dass wir noch etwas verlieren könnten, aber Christus erachtet uns der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Wahrhaftigkeit für würdig. Das ist ja gerade, das besprechen wir doch jetzt und dann schließen wir die Geschichte ab. Und heute in der Losung war es auch, dass wir Rechenschaft ablegen müssen. Und da wird dann auch gefragt, wie war denn das im Umgang mit dem Bruder? Wie heftig und hart bist du gewesen? Hier wird nicht unsere ganze Sündengeschichte aufgerollt. Auch das nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es etwas ist, wo Sachen, die ungelöst geblieben sind, die unerledigt geblieben sind in diesem Leben, die unversöhnt geblieben sind, dass die noch einmal auf den Tisch des Hauses kommen und wir da so unser Gespräch mit Jesus haben. Johannes weist dann nochmals darauf hin, es wird in der Stadt nichts Verfluchtes mehr geben. Katanathema, also etwas, worüber man das Anathema sprechen müsste. Nichts mehr, das noch Schaden anrichten könnte. Nichts Verbanntes, nichts Verfluchtes. Immer wieder ist ihm das wichtig zu sagen, es gibt etwas, das ist vorbei, das ist aus, das hat hier keinen Platz, das gehört hier nicht hin und davor braucht ihr euch nie mehr ängstigen, es wird euch nichts mehr anfechten, es wird euch nichts mehr verführen, es wird nichts mehr sein, das euch in irgendeiner Weise noch einmal in Frage stellt. Das Letzte, noch mal ein kleiner Blick aufs Wesen des Himmels, Offenbarung 22, Vers 3, der zweite Teil, bis Vers 5, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Seine Knechte werden ihm dienen, sein Angesicht sehen, sein Name wird an ihren Stirnen sein. Es wird keine Nacht mehr sein, sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne,
Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Thron Gottes ist die Mitte der Zukunft. Reich Gottes ist endgültig gekommen. Gottes Wille wird Wirklichkeit. Und es wird sein Name geheiligt und angebetet. Und so geschehen in der Stadt zwei Dinge. Gottesdienst, seine Knechte werden ihm dienen. Und das werden schöne Gottesdienste sein, wie auch immer man sie sich denken macht. Und es braucht keiner fürchten, dass er in der Ewigkeit in einer endlosen Lobpreisschleife gefangen ist, wo er das hier schon kaum verkraftet hat. Aber noch viel schöner ist nicht mehr nur Gottesdienst. Der Höhepunkt des Gottesdienstes ist erreicht. Gottes Schau. Das Schauen des Angesichts Gottes, die Erfüllung aller Sehnsüchte, des tiefsten Durstes der menschlichen Seele, Gott sehen. Und ich glaube, wenn man irgendjemanden hier fragen würde, was ihm geistlich am wichtigsten wäre, dann sagt er, wenn ich es nur endlich sehen kann, wenn ich nur endlich sein Angesicht sehen kann. Und so wie der Priester im alten Bund den Namen Gottes an seinem Stirnblatt trug, da stand drauf, heilig dem Herrn, ihm allein verfügbar, so werden jetzt auch die Knechte Gottes den Namen Gottes an ihrer Stirn tragen. Ihm gehörig heißt es, sein unverlierbares Eigentum, so beschaffen, dass Gott seinen Namen und damit sein Wesen draufsetzen kann als sein Ebenbild. Das heißt, seine Gegenwart und Herrschaft, das kennzeichnet sie. Das Schönste, das kommen wird, ein Ergebnis und eine Ursache, das Ergebnis, keine Nacht mehr, keine Dunkelheit mehr. Das, was Grauen und Ängste auslösen kann, Albträume, das ist vorbei. Es gibt auch nichts Dunkles mehr, keinen Okkultismus, nichts, das das Licht scheuen müsste, keine geheimen Treffpunkte, wo Verrat und Verschwörung geplant werden, keine finsteren Rituale, auch keine Orientierungslosigkeit und auch keine furchterregende Düsternis. Ist schon spannend, als Judas am letzten Abend die Gemeinschaft mit Jesus verlässt, sagt Johannes, Kapitel 13, im Vers 30, und es war Nacht. Und das ist vorbei. Was jetzt leuchtet, ist allein das Licht des Christus. Heißt eben kein Mangel mehr an Licht. Ende dieses immerwährenden Suchens nach Erleuchtung. Es fehlt nicht mehr an Licht. Es braucht keine Lampe für die Nacht, keine Sonne für den Tag. Und die Ursache wird ihm angezeigt und gesagt, Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Dieser uralte Segen, das immer wieder in Gottesdiensten erbeten wird, das ist jetzt erfüllt. Das Angesicht Gottes leuchtet über ihnen. Sie haben Gnade gefunden, Heimat gefunden, Licht, Leben, Sinn und Frieden gefunden. Haben Gottes Angesicht gefunden, sie schauen ihn und er schaut sie. Tja, und dann, das dürft ihr euch fröhlich ausmalen, wie ihr das möchtet, regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Natürlich im priesterlichen Dienst vor Gott an einer ganzen neuen Schöpfung, von Ewigkeit zu Ewigkeit, für immer und ewig. Und wir sind dann tatsächlich Menschen, denen man die neue Schöpfung anvertrauen kann. Adam hatte nur einen Garten. Hier eine neue Erde, endlich nicht mehr Zerstörer und Ausbeuter, sondern Bewahrer und Erhalter. Und es wird alles wieder sehr gut sein, so gut, wie es am Anfang war. Amen. Jesus Christus, wir stammeln und stolpern durch diese Texte. Und es ist nicht einfach, sie zu fassen. Aber vielleicht bringt es für manchen ein inneres Bild von der Wirklichkeit, die kommen wird. Ich möchte danken für deinen Knecht Johannes, der das alles sehen durfte und der uns im Wort teilhaben lässt an dem, was er gesehen hat. Ich danke dir, dass das letzte Bild eine Braut ist, eine Stadt, ein Heiligtum,
Dein Allerheiligstes, deine Gegenwart, dein Licht. Und dass wir deinen Namen auf unserer Stirn tragen, als diejenigen, die dir ganz gehören. Und dass wir Leute sind, wo du sagst, ja, das ist jetzt wert, mich zu vertreten. Und dass es am Ende so gut wird, so schön, so sehr gut wie am Anfang. Dafür danke ich dir. Amen. Ja, dann sind wir damit am Ende des heutigen offiziellen Teils des Tages. Es gibt noch, da erinnere Sie, eine Überraschung im Bistro. Schauen Sie also vorbei. Dann sollten Sie Ihre persönlichen Dinge heute mitnehmen, denn wir haben ja morgen das Tagesseminar. Da kommen etliche dazu. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie umgebaut wird, aber es wird umgebaut werden. Also nehmen Sie Ihre persönlichen Dinge mit und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Abend und auch eine gute Nacht dann später.